Hallöchen, ihr Schlingel, und ja, willkommen zu einer neuen Runde Inquisitor Prophecy. Ich habe euch ja die ganzen Klassen schon gezeigt, bis auf den, direkt angewählt, bis auf ihn hier, den Psioniker. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, zocken wir doch heute mal ein Ründchen halt mit diesem Psioniker. Einfach nur mal, dass ihr einen Eindruck kriegt. Das ist eigentlich, wenn man so will, mein Main. Also das war so mein erster Charakter hier, den ich mir gemacht hatte bei dem Spiel und wo ich dachte, geil, das ist ein cooler Style, das passt. Und mit dem habe ich dann gezockt. Das habe ich am Anfang alles nicht so richtig gecheckt, aber für mich war das ein bisschen so wie bei Diablo mit, wie war das ganz früher? Ich glaube, der Magier, wo man, wenn man den nicht rafft, ist der voll scheiße. Aber wenn man den halt rafft, dann macht er halt alles, einfach alles kaputt. So. Und so ist das hier auch. Also der ist halt relativ anfällig. Mein ist halt nicht wie dieser Crusader oder so ein Assassin, der da irgendwie sich immer ganz leicht überall wieder rausziehen kann. Sondern der ist halt schon ein bisschen, ja, muss er halt gucken. Ne? So, aber macht ziemlich Bock und geht auch richtig ab. Also wenn der mal sein ganzes Psi-Gedöns macht, dann brennt er halt richtig die Luft. Und was ich auch cool finde, ist, ich hatte euch das ja gesagt, man kann hier... Man kann hier, ich weiß nicht, wo es ist. Ist jetzt bei Passiv? Nee. Morality, genau. Radikal oder Puritaner. Und ich habe den halt voll auf Radikal gemacht. Ist bei dem auch geil, weil also hier so ganz viel Warp-Zeug halt ist, ja. Und wenn man den quasi überanstrengt, dann dann können da irgendwie so Warp-Spalten entstehen und irgendwie Dämonen, weiß ich nicht, bla, Rückkopplung, alles mögliche, was halt so beim Warp passieren kann. Ja, und das macht halt schon Bock. Also das kann man auch natürlich provozieren, indem man den einfach ständig wie so überlädt, sag ich mal. Und ich weiß nicht mehr genau alles, wie das bei dem war. Das ist schon echt lange her, dass ich den mal gespielt habe, weil wie gesagt, bei der ersten habe ich das lange nicht mehr gemacht und so. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt auch nicht hier storymäßig was, sondern ich springe einfach mal in eine Mission, also in irgendwas hier rein. Ich bin Level 28, dann sollten wir uns vielleicht irgendwas suchen, was für 28 auch ein bisschen geeigneter ist. Da machen wir einfach mal alles kaputt, damit ihr so einen kleinen Eindruck kriegt. Was ist das für ein Symbol? Data Hunt, okay. Hunt, Purge. Purge ist da immer geil, aber Level viel zu niedrig. Nicht Travel, das wollen wir nicht. 21, warum ist denn das hier alles so niedrig? Ich vielleicht irgendwie im falschen Sektor oder sowas? Ah ja. Weil, wie gesagt, oh, warum ist das hier so lila? Wie gesagt, ist jetzt schon eine Zeit her und, wir nehmen mal direkt die 30 und springen dahin. Ist jetzt schon eine Zeit her, dann habe ich mal zwischendurch so ein paar, dann ging das los mit solchen, wie so Event-Missionen, habe ich die gemacht, dann wollte ich aber die Story weiterspielen, dann war das halt alles so, ja, keine Ahnung. Warzone hört sich doch gut an und da ist aber offensichtlich super hart, weil plus 2000% Damage, Alter, ist vielleicht ein bisschen stark, wa? Ist ja auch für Level 50 gedacht. Nee, ich denke, das ist dann eher nichts für uns. Aber wir können ja hier, was ist denn gelb? 31, 30, hier sowas können wir mal machen. Demonic Incursion, das ist doch super. Also, da springen wir hin. Und dann 28 ist vielleicht, also wir machen mal 30, ist gelb, keine Ahnung, hier gibt es auch ein bisschen Bonus-Damage und so. Das hier ist ganz cool, Uthas Tarot, da kann ich nämlich so besondere Sachen einstellen irgendwie. Und die muss man halt freischalten. Also ich habe nicht alle, ich habe nur so ein paar. Zum Beispiel das hier, ne, da bekomme ich auf alles irgendwie, was ich kriege, 40% mehr. Ich kann Archeotech-Shard finden, das ist, sind Sachen, die brauche ich, um zu craften.
alles plus 30%, bla bla und so weiter. Keine Ahnung. Also hier, The Pure passt jetzt nicht so zu meinem, aber hier Treasure Trove, das machen wir mal. Oder auch nicht. Select. Okay, dann nehme ich, okay, hier sind jetzt wieder andere. Onslaught. Execution. Randomized Bonuses to Elite Enemy. Ach so, okay, es hat auch immer einen Nachteil. Ja, was weiß ich, hier machen wir das. So, haben die ein bisschen Defensive Bonus noch, wird ein bisschen schwieriger, aber dafür für uns auch geiler. Genau, hier stehen jetzt die ganzen Hazards. Also, ich habe das jetzt, das ist ganz cool. Ich habe die Mission quasi, damit es noch ein bisschen spannender wird. Das haben die erst irgendwann später eingeführt. Ja, mit den ganzen Stats hier weiß ich auch nicht, aber die haben das halt später eingeführt, damit man das noch ein bisschen anpasst. Und ich habe jetzt quasi hier nochmal Rewards und Dings alles schön nach oben geschraubt, was halt geil ist für mich. Aber dadurch, ja, ne, plus 88% Range-Schaden für alle Gegner. Das ist natürlich jetzt schon krass, weil ich kriege ja eh schon extra Schaden. Und hier, ne, man wird einfach schwächer, wenn man mal stirbt. Ja, keine Ahnung, gucken wir mal, wie es läuft. Ich weiß auch bei dem nicht mehr mit den ganzen Skills. Ich weiß nur, dass der halt echt gut rasieren kann. Wenn man diesen ganzen Warp-Scheiß die ganze Zeit macht. Aber gucken wir mal rein. Wieder offen auf dem Planeten. Kein Space Hulk. We've detected multiple reality distortion waves near you, Inquisitor. Knarre ist klar. The warp gates are active. Also ich habe halt hier so eine tolle Pistole. Dauerfeuer. Eins ist so ein Charge. Ah ja, genau. Ich meine, das war so, dass man sich halt quasi selber ansteckt immer, also mit der 2. Genau. Und dann mit der 1 immer rein und diesen Ether Strike machen. Ja, ganz genau. Also ich brenne quasi, ne? Aber das, also es läuft irgendwann wieder ab. Das kostet mich, hier steht Warp Heat, also je höher das ist, desto gefährlicher wird's. Und da können dann halt irgendwann solche Events und so auftreten. Und ja, aber im Prinzip kann ich die ganze Zeit das machen. So, hier, zack, rein. Haben wir schon mal ordentlich rasiert. Aber hier, das da zum Beispiel, was mich jetzt verfolgt, das ist so ein, oh shit, ich bin tot. Das ist so ein Warp-Nachteil gewesen. Also das ist einfach, weiß ich nicht, da ist jetzt so ein Riss entstanden, weil ich zu viel Warp-Energie auf einmal beansprucht habe. Und dann ist da halt so ein Ding, was mich verfolgt hat. Und das hat, da gibt es halt unterschiedliche Sachen, ne? Manchmal gibt es auch sowas wie so Explosionen und wie gesagt, das Coolste sind dann halt Dämonen. Ja, aber wahrscheinlich sollte man nicht so da... Also hier sind ja schon mehrere jetzt, die irgendwie... Alter, die machen fett Schaden. Zwei Granaten und ich bin direkt down. Ich meine, ich war nicht mehr ganz auf vollen HP. Aber das ist schon ein bisschen heftig. Jo, last try schon. Nice. Machen wir mal die andere Bewaffnung. Genau, da habe ich nämlich ganz andere Fähigkeiten. Time Warp ist klar, ich habe nicht mehr das mit dem Anstecken. Power. Genau, ich kann mich blessen quasi. Warp Speed. Weiß ich nicht, muss gleich gucken. So, ich glaube, hiermit sind wir jetzt etwas besser dran. Weil es mehr auf Distanz ist. Ja, genau. Okay, wir auch die Granaten auf. Genau, ich meine, das Blessing macht man selber an, um dann erhöhten Schaden mit den Waffen und so zu machen. So war das. Man hat eine hohe, hohe CD. Alter, wir machen zu viel Schaden. Was soll denn das? Okay, das ist ein Warp Master Sorcerer da, also so ein fetter Typ.
irgendwie, ich habe jetzt Blessing an, aber ich bin auch jetzt schon fast down. Ich kann ja auch nicht weiter fliegen, wirklich. Ja, alles klar. Ja gut, das war nicht sehr glorreich. Ich glaube, wir nehmen dann mal eine Mission 1 drunter oder wir stellen bei diesem Tarot nicht so eine krasse Scheiße ein, weil ich vermute, dass diese ganzen Sachen als Ranged Attacks gegolten haben und einfach mit diesem fetten Bonus Damage, keine Ahnung. Also der ist, hatte ich ja gesagt, sowieso schon relativ squishy. Der ist jetzt halt nicht so der Typ, der... Also er hat nicht so die Nehmerqualität, sagen wir mal so. Okay, nehmen wir hier die 28. Stellen jetzt mal... Ne, ja gut, da können ein bisschen sehr leicht sein. Scheißegal, ich stelle jetzt gar nichts ein. Wir starten einfach so da rein. Ist ja auch auf grün, alles leicht. Da sieht man vielleicht ein bisschen besser, wie der rasieren kann, wenn man es denn drauf hat. War jetzt auch gerade, ich muss da erstmal wieder reinkommen. Also... Das war, meine ich, da mit dem Stab. Man macht dieses Blessing auf sich selbst. Dann ist man nämlich, alles, was man macht, wird dann verstärkt. So, nehmen wir mal direkt den Stab. Self-Blessing, Freeze Power, genau. Ja. Also, wenn das an ist, dann, genau, erstmal hier, der Armor-Type der Enemies wird runtergesetzt. Dann generiere ich weniger Warp Heat für alles, was ich einsetze. Genau, und das hier ist nochmal sowas ähnliches. Da kann ich einfach schneller casten, macht mehr Schaden. Ja, genau. Also erst das und dann einfach rasieren. So, das... Stops Time. Genau, das ist, glaube ich, um... Ja, das ist, um zu escapen quasi. Also ich kann sowas wie die Zeit um mich herum für einen ganz kurzen Moment anhalten. Und dann... ja, einfach weglaufen. So, jetzt mal gucken, ob wir irgendwo so eine Gegnermenge haben. Also ihr seht jetzt hier so einen Chaos Marine, der eigentlich schon super fett ist, der ging jetzt ziemlich gleich down. Aber diese reduzierte Schwierigkeit, ja. Ich habe ja gesagt, jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit reduziert. Ich renne hier einfach mal durch. Nimm so ein paar Gegner mit, wenn sie mir denn folgen. Und guck mal, dass ich zu so einem Zielteil hier komme. So, weil jetzt machen wir nämlich mal die ganzen Fähigkeiten an. Komm mal nicht hoch. Ja, die fetteren Typen sind dann schon problematisch. Das ganze Gesocks hier ist natürlich super easy wegzumachen. Auch hier diese normalen Attacken mit dem Stab kosten schon oder generieren Warp. Okay, da geht's wieder los. Hier ist das Zeitding. Sehr geil. Ah, also alle, die da... okay, so ist dann also... Ich halte quasi im Bereich um mich rum die Zeit an. Die verfallen dann alle in Stase oder so. Damage-technisch, so jetzt wird es kritisch mit der Warp-Hitze. Ich mache das aber jetzt mal extra weiter. Genau, und da passieren jetzt schlimme Dinge. Da war so eine Explosion, okay. Das Ding hier ist auch Warp-mäßig. Ne? Also wenn ich dann da drin stehe, gibt es Fat Damage für mich. Also auf mich drauf. Das wollen wir natürlich nicht. Ich würde ganz gerne so einen Dämonen mal sehen. Beschwören. Was heißt beschwören? Beschwören, ja.
setze jetzt die ganze Zeit nur so ein Warp-Shit hier ein. Okay, da ist das wieder. Oh ja, das macht echt fett Schaden. Down. Die, Heretic. The wolf will eat me alive. The price I pay for power. Das sagt er jetzt die ganze Zeit, weil ich halt schon wieder hier so einen hohen Level da bin. Ja, trotzdem, es wird ihm nicht so ganz einfach. Also ich merke halt, so, ich hab mal alles angeschmissen. Ich merke halt, dass ich mit ihm hier echt irgendwie, weiß ich nicht, nicht mehr wirklich so am Start bin. Ah, da haben wir einen Dämon. Ein Plague Ridden. Sogar direkt mehrere. Genau, der hier ist jetzt gerade wieder neu entstanden, der mit der roten wieder. Ja, sollte man vielleicht dann nicht die ganze Zeit so ein Warp-Shit einfach machen, ne? Aber ist halt gut. Muss ich mal ein bisschen konzentrieren und hier mal irgendwie diese Mission zu Ende kriegen, weil kann ja irgendwie nicht sein, dass das eine grüne ist, ohne irgendwelche Sondereinstellungen, die ich jetzt hier trotzdem so verkacke. Kann auch sein, dass das Gear, was der anhat, einfach nicht mehr zeitgemäß ist, also nicht passend für das Level und so. Weil wie gesagt, ich habe da irgendwann gar nicht mehr richtig geschaut. Lieber mit dem Mechanikus gezockt. Irgendeiner beschwört hier auch den Mond von denen. Wahrscheinlich der da Apostel, ein Apostel des Nörgel. Ja, ich müsste mal wieder zu ein bisschen Lebensenergie kommen. Komme ich aber nur, wenn ich nicht beschossen werde und quasi mal ein bisschen durchatmen kann. Ja, meine normale Fähigkeit hier, die kostet oder die generiert keine Warp-Hits. Ich glaube, die baut sogar ab. Und so ein normaler Chaos Marine ist dann schon problematisch, wenn man keine besonderen Sachen irgendwie dazu anhat. Jetzt Heat Damage, Knockback, Area Effect. Da steht nichts. Ah doch, da Warp Heat minus 3 per Hit. Also wenn ich damit Leute treffe, dann baue ich Warp Hits wieder ab. So, aber jetzt mal gucken. Wieder rein ins Getümmel. Ja, genau, und jetzt geht's. Zack, zack, zack. Das ist halt, also wenn es alles richtig getimed ist, wenn die Sachen laufen, die Blessings, und man dann auch wieder irgendwann den, weil das hier, also mein stärkerer Angriff, der auch Warp-Hitze generiert, der hat ein bisschen Abklingzeit. Deswegen macht es auch Sinn, dass man quasi ja abwechselnd schießt und sowas. Sowas hier. Thank you.
gate is closing. Okay, ein Dämonentor. Still bleeding into the wall. Ein Dämonentor geschlossen. Zwei weitere folgen. Inoculator schon komplett verbraucht, also komplett durchgeballert. Supplies hab. Oder doch, das Scatterfield verbraucht sogar diese Supplies. Ja, tatsächlich. Okay. Der hat halt keine oder Granaten, Crackenades oder so dabei, sondern der hat dafür halt hier so ein, ja, sieht er, so ein Scatterfield irgendwie was. Keine Ahnung, oh, irgendwas macht Schaden. Ja, Knockback, genau. Also wenn die Leute mir zu nah sind. So, machen wir mal den Verlierer-Modus an. Ja, man muss, also bei dem muss man echt schauen mit dem Timing. Wenn man das nicht irgendwie vernünftig setzt, hier die Sachen, dann dann nicht. Also wenn irgendeiner von euch das Spiel spielt, dann würde ich euch, ich meine, klar, ist geil, dass sie genau das gleiche nochmal sagt. Ich meine, man sollte da spielen, wo man Bock drauf hat. Also ich mir die drei, den Mechanikus-Typen gab es ja am Anfang noch nicht. Als ich mir die drei Typen angeguckt habe, dachte ich natürlich zuerst an den Crusader und dachte ich so, aber ja, das ist aber so, so wie bei Diablo Krieger, das ist zwar irgendwie geil, aber das ist dann auch ein bisschen lahm alles. Und am Anfang war das Spiel ja noch sehr langsam. Es war ja viel, viel langsamer, als es jetzt läuft. Da habe ich mir gedacht, so, boah, nee, Crusader, ey, weiß ich nicht, dann ist das ein bisschen langweilig. Dann, Assassine hatte ich keinen Bock, weil ich dachte, boah, nee, hier so Stealth ist auch irgendwie blöd. Und deswegen war er hier die perfekte Wahl, weil ich dachte, ja, geil. Ne, mit voller Macht immer da durch und alles kaputt machen und weiß ich nicht. Aber, ne, das geht. Ja, aber ist halt nicht so easy. Okay. Today, you saved thousands from damnation, and our last task is to cover this up. Slightly depressing, isn't it? Jo, hier jetzt nochmal so ein bisschen irgendwie Loot und Sachen. Die Mission ist aber geschafft und, ja, wie gesagt, ich habe hier nicht mehr so wirklich die Übersicht. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, da die 10, ist das das Level? 10, nee. Ich weiß es nicht mehr. Also, auf jeden Fall, ja, sag ich mal, war das ein kurzer Eindruck hier zu dem Psioniker. Und ja, ne, wenn ihr, ja, so eine Mission wäre mal geil, wo man mit dem Ritter läuft. Also nicht mit dem Chaos-Ritter natürlich, aber mit einem Imperialen. Ich habe den halt genommen, weil ich dachte, okay, vom Style und das macht halt Bock, deswegen muss ich das nehmen. Wenn ihr aber da anfangen wollt und einfach mal auf schnell durch. Ich meine, am lustigsten ist wahrscheinlich tatsächlich der Assassine, weil der nämlich echt viele verschiedene Fähigkeiten hat und man ja auch so sneaky irgendwie sein kann, aber eben auch Snipern und Nahkampf und der kann alles irgendwie ziemlich geil. Ja, und der Crusader ist halt einfach vielleicht ein bisschen träge, macht aber Bock, weil der einfach überall reingehen kann, alles kaputt macht. Das ist schon fast so wie so Terminator-Armor mäßig. Ja, ich denke, von dem werde ich demnächst auch nochmal eine Folge bringen, einfach weil das schon Bock gemacht hat, mit dem zu zocken. Und ja, das soll es für jetzt aber erstmal gewesen sein. Mechanikus-Typen könnte man noch überlegen. Der spielt sich sehr angenehm, weil er die Konstrukte einfach dabei hat. Habt ihr ja vielleicht gesehen. Aber gut, ich würde sagen, also er rockt jetzt, obwohl er halt schon geil aussieht, auch mit dieser Schulter und so. Da rockt er jetzt gerade irgendwie hier nicht so. Kann aber auch sein, dass ich irgendwas nicht mehr gerafft habe und nicht richtig gezockt habe oder so. Ich würde sagen,
für heute war es das erstmal. Kurze Folge. Danke fürs Zugucken. Schaut gerne wieder rein, entweder bei den anderen Games oder hier jetzt, wenn ich wahrscheinlich mit dem Crusader das nächste Mal spiele. Ja, also ich glaube, Crusader mache ich noch einmal, aber ich muss mal gucken, weil eigentlich wollte ich das Spiel jetzt hier nicht mehr richtig irgendwie zocken. So ist zwar geil, aber ist auch ein bisschen so zeitaufwendig, sage ich mal, ne? Gut, in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.